Hi, ich begrüße euch hier bei mir zu Hause im schönen Odenwald. Ich habe gerade ein paar Tage Tourpause. In 2 Tagen geht es wieder los nach Italien. Und eben gerade hat es geklingelt. Der UPS-Fahrer hat ein großes Paket gebracht. Und da sollten die neuen Muster der Passion Pro Serie drin sein. Ich bin echt gespannt, was mich da erwartet. Das Design, die Ringe und den Rollenhalter finde ich schon mal mega cool. Gut verarbeitet ist alles. Die Passion Pro Serie von Black Hat ist eine günstige Routenserie. Trotzdem haben wir gute Komponenten an den Routen verbaut. Sehr stabile Ringe, stabile Rollenhalter, resistente Moosgummigriffe, schöne saubere Wicklung und natürlich haltbare Blanks. Die Passion Pro Serie ist für den Wallerangler gedacht, der nicht gleich in das höhere Preissegment einsteigen will und eine 200-Euro-Route erwerben kann, sondern für diejenigen, die sagen, ich möchte mich mal ausprobieren. Einige Wallerangler gehen ja nur 5-6 Tage im Jahr auf Wels. Die anderen sind Schüler und haben nicht den riesen Geldbeutel. Die anderen sagen, ja, ich habe Familie, Kinder, da geht einiges an Geld weg. Ich kann mir nicht so High-End-Tackle kaufen, möchte aber trotzdem auf Wels angeln und was Vernünftiges haben. Und genau für diesen Kundenkreis haben wir die Passion Pro Serie entwickelt. Hier seht ihr jetzt die neuen Modelle, die 2017 auf den Markt kommen. In der aktuellen Passion Serie, die jetzt auf dem Markt erhältlich ist, gibt es nur sehr wenig Routenmodelle, hauptsächlich Routen zum Spannen, zum Ansitzangeln. Die neue Serie haben wir stark aufgestockt. Hier findet ihr jetzt auch Vertikalrouten, Spinnrouten, Stellfischrouten für den Long-Range-Bereich, Ansitzrouten für Bootsangler. Also eine große Auswahl an Routen für jeden Einsatzbereich für den kleinen Geldbeutel. Das Design und die Aufmachung der einzelnen Modelle macht natürlich einiges her, aber ich möchte jetzt mal wissen, was die Blanks wirklich können. Ich werde euch jetzt die einzelnen Routenmodelle vorstellen und jeden Routentyp nach der Vorstellung einer extremen Belastung aussetzen. Dabei orientiere ich mich an den Belastungen, die im realen Fall am Wasser zustande kommen können, wenn ihr einen großen Wels drillt. Ich werde mit jeder einzelnen Route Gewichte unterschiedlicher Höhe anheben. Dabei ist es natürlich klar, dass eine Spinnroute eine andere Plankbelastung verträgt als eine Stellfischroute. Aber auch hier werde ich versuchen, den Plank zu überstrapazieren, um zu sehen, was wirklich möglich ist. Bei einem Großwelsdrill mit einer Stellfischrute schafft es ein gut gebauter Angler, ca. 10 Kilo Zugkraft über den Rutenblank auf den Fisch zu bringen. Beim Spinnfischen oder beim Vertikalangeln sind diese Zugkräfte weitaus geringer. Für die Hebeübung habe ich mir hier schon Gewichte vorbereitet. Anfangen werde ich mit einem Gewicht von 5 Kilo. Um die Plankbelastung so real wie möglich zu gestalten, werde ich mich beim Anheben des Gewichtes etwas höher stellen und das Gewicht an einem niederen Punkt aufliegen lassen. Das spiegelt die Situation wider, wenn ihr in einem Boot seid und vertikal über den Rutenblank Druck auf einen großen kämpfenden Fisch ausübt. Ich werde mit den Aktivruten der Passion Pro Serie beginnen. Auf die einzelnen Rutentypen werde ich jeweils abwechselnd diese 4000er Finor-Rolle montieren. Bespult mit einer 35er Black Hat Spinnschnur.
am anderen Ende ein Wirbel, den ich jeweils in die Gewichte einhängen werde. Den Anfang der Belastungstests macht die Passion Pro Vertikal 180 mit einem Wurfgewicht von 230 Gramm. Die Rute ist aus einem Blankstück gefertigt. Der Einsatzbereich dieser Rute ist das Klopfen und Vertikalangeln vom Boot. Das Hebegewicht von 5 Kilo war für die Passion Pro Vertikal überhaupt kein Thema. Jetzt bauen wir die nächsten 1,5 Kilo dazu. Eine Wasserflasche, komplett gefüllt. Wasserinhalt 1,5 Liter. Also können wir von einem Gewicht von 1,5 Kilo plus ausgehen. Jetzt gehen wir auf die 6,5 Kilo Marke Hebegewicht für die Passion Pro Vertikal. Kilo waren auch kein Problem. Erhöhen wir das Ganze nochmal auf 8 Kilo. Die zweite Wasserflasche kommt drauf. Ich habe jetzt aber schon gemerkt, dass mein Arm bei einem Zuggewicht von 6,5 Kilo über eine leichte Aktivrute schon anfängt zu zittern. Und im normalen Drill am Wasser arbeitet ja jetzt schon die Bremse. Ihr drillt den Fisch. Aber wir gehen nochmal eins höher. Schauen wir, was bei 8 Kilo passiert. Kilo Zuggewicht auf den Rutenblank der Passion Pro Vertikal. Ich konnte es kaum mehr richtig halten. Das sind keine realen Bedingungen beim Welsangeln. Ich denke, mehr kann man von einer leichten Aktiv-Vertikalrute in diesem Preissegment nicht erwarten. Mit der Rute fangt ihr auf jeden Fall jeden Wels, egal wie groß. Daumen hoch. Das nächste Modell, was wir jetzt testen werden, ist die Passion Pro Boat Spin. Es ist eine Rute für das leichte Aktivangeln vom Boot oder vom Ufer. Die Rute hat ein Wurfgewicht von 50 bis 190 Gramm und eine Länge von 2,40 Meter und wird in der Mitte des Blanks gesteckt. Starten werden wir wieder mit einem Hebegewicht von 5 Kilo. Bei dem Wurfgewicht von 50 bis 190 Gramm sollte diese Rute auch mindestens 6 Kilo Zugkraft aushalten. Der Blank wird jetzt nämlich noch weicher als vorhin bei der Vertikal. Ich bin gespannt. Schauen wir es uns mal an.
6,5 Kilo Zugkraft auf den Blank meistert die leichte Spinnrute, die Passion Pro Boat Spin, noch problemlos. Und da kann man mehr als zufrieden sein. Das dritte Versuchspferd in der Runde ist die Passion Pro Mix mit einer Länge von 2,10 Meter und einem Wurfgewicht von 200 Gramm. Das ist eine Uptight-Route, auch eine Route für das aktive Angeln gedacht. Also ihr habt einen kompletten Blank, der unten im Griffteil gesteckt wird. Das ermöglicht diesem Routentyp natürlich eine enorme Power und auch einen sehr aggressiven, steifen Blank. Mit diesem Routentyp könnt ihr alle aktiven Angelarten auf Wels ausüben. Spinnfischen, Schleifen vom Boot, vertikal angeln, klopfen. Schauen wir mal, was das Teil drauf hat. Kilo Blankbelastung sind überhaupt kein Problem für die Passion Pro Mix und da schlottern mir schon ganz schön die Arme. Das nächste Testobjekt ist die Passion Pro Spin mit einer Länge von 2,70 Meter und einem Wurfgewicht von 60 bis 200 Gramm. Es ist eine universelle Spinnroute, zum Bootsangeln, aber auch zum Uferangeln geeignet. Schöner leichter Stock, parabolischer Blank. Auf so eine Rute bringt ihr maximal eine Zugkraft von 5 bis 6 Kilo. Dann ist der Blank schon richtig krumm und der Baller hat richtig Druck. Wir fangen jetzt bei der Rute mit 5 Kilo an und gehen dann aber auch auf die 6,5 Kilo Zugkraft. Schauen wir mal, was die drauf hat. Also die 5 Kilo Zugkraft meistert die Passion Pro Spin ohne Probleme. Ist schon unheimlich Druck auf dem Blank, schon unheimlich krumm der Blank, aber wir gehen mal auf die 6,5, hängen die Wasserflasche jetzt noch mit dran. Das soll zu schaffen. Also mit den 6,5 Kilo war jetzt schon ordentlich Bums dahinter. Ich denke sogar, dass die Rute noch mehr vertragen würde, aber das braucht sie nicht. Es handelt sich um eine leichte Spinnrute und bei einer Blanklänge von 2,70 Meter wirkt schon eine unheimliche Kraft auf diese Länge. Und mit 6,5 Kilo Gewicht, was die Passion Pro Spin meistert, seid ihr bestens beraten. Wir nähern uns mit unserer Testreihe jetzt den stärkeren Ruten. Also diese Rutentypen, die zum Stellfischangeln eingesetzt werden, zum Köderfischangeln, zum Abspannen. Den Anfang macht jetzt die Passion Pro 240 mit einer Länge von 2,40 Meter und einem Wurfgewicht bis zu 600 Gramm. Diese Rute ist dafür gemacht, um vom Boot aus Schwimmer treiben zu lassen, zu schleifen, mit schweren Bleien zu klopfen, mit ganz schweren Bleigewichten vertikal zu angeln. Einfach eine schöne kurze Bootsrute, die es mit brachialen Gegnern aufnehmen kann. Die ganzen stärkeren Rutenmodelle der Passion Pro Serie werden wir ab sofort mit 9,5 Kilo Druck auf den Blank belasten, also 9,5 Kilo Hebegewicht, 3 Wasserflaschen plus den 5 Kilo Klotz. Und wenn das die Ruten meistern, das ist dann schon der Wahnsinn. Ja? Also ihr selbst werdet dem Druck kaum mehr standhalten können. Ihr werdet jetzt gleich sehen, was da für eine Anstrengung dahinter ist. Im realen Drill kriegt ihr so einen Druck kaum zustande und wenn dann nur in ganz kurzen Drillphasen, wo der Baller mal richtig Gas gibt und eure Bremse falsch eingestellt ist. Aber 9,5 Kilo Druck ist schon eine Herausforderung. Probiert es ruhig mal aus zu Hause mit euren Ruten. Hängt da mal 8 Kilo dran
an eure Stellfischrute und schaut mal, was passiert. Da ist schon Bums dahinter. Und wir belasten jetzt die Passion Pro Serie, die Stellfischruten-Serie, mit 9,5 Kilo Gewicht. Die Passion Pro 240 hat es gemeistert. Wahnsinn. Und da ist schon Power dahinter. Das geht dann schon langsam in den Rücken, in den Leistenbereich. Also so eine Belastung habt ihr unter normalen Umständen, beim normalen Welsangeln, in ganz seltenen Fällen. Das nächste Testmodell ist die Passion Pro mit einer Länge von 2,70 Meter und auch einem Wurfgewicht von 600 Gramm. Das ist eine schöne Universalroute, sowohl für Uferangler als auch für Bootsangler. Kilo. Also jetzt wird es langsam echt heftig. Die länger werdenden Rutenblanks jetzt von 240 auf 270 merkt man deutlich im Rücken und deutlich im Leistenbereich. Aber die 9,5 Kilo für die Passion Pro 270 kein Problem. Das nächste Testobjekt ist die Blackhead Passion Pro 3 Meter mit einem Wurfgewicht von 600 Gramm. Das ist so die Allround-Route, was das Uferangeln betrifft. Damit kommen Bojenangler als auch U-Posenangler, die auf weiten Entfernungen ihre Montagen ablegen, voll auf ihre Kosten. Also ich drille im Jahr bestimmt, ohne zu übertreiben, 100 Großwaller. Also damit meine ich Fische, deutlich über 50, 60 Kilo Gewicht bis weit über die 100 Kilo Marke. So Rückenschmerzen oder so ein Druck in den Armen und im Körper, wie eben dieser Hebeversuch mit 9,5 Kilo auf der 3 Meter Rute, hatte ich noch nie. Aber die Rute hält, was sie verspricht. Absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. So Jungs, mir glühen jetzt schon richtig die Bandscheiben, ich merke es im Rücken, diese Hebeprozeduren. Also das hat wirklich kaum mehr was mit realem Wallerangeln zu tun. So einen Druck kriegt ihr am Wasser niemals mit eurem Gerät zustande. Niemals, dann würdet ihr nie einen Wels rauskriegen. Aber wir fahren weiter die Schiene. Die letzte Rute jetzt im Test, die Blackhead Passion Pro 320, das Long Range Geschoss. Für die Leute, die wirklich fast nur vom Ufer aus angeln, ihre Montagen nur mit dem Boot rausbringen, nur auf weiten Entfernungen angeln, an Seen oder an Flüssen. Für die Jungs ist diese Rute bestens geeignet oder aber für die Jungs, die ihren Köder werfen müssen, die kein Boot zur Verfügung haben. Da ist es dann eine tolle Hilfe, so eine lange Rute zu haben. Je länger der Blank der Rute wird, desto stärker verlagert sich auch der Druck des Gegengewichts auf den Angler. Also es wird immer schwerer, so ein reales Gegengewicht anzuheben. Aber wir probieren es aus. Wir wollen ja wissen, was die Dinger können. Auf geht's! Da muss ich mich jetzt schon mit dem ganzen Oberkörper richtig reinlegen, um das überhaupt noch stemmen zu können.
Jungs, das war jetzt echt anstrengend. 3,20 Meter Rutenblenk, das Gegengewicht vorne dran, das geht richtig auf den Rücken. Aber die Passion Pro 320 hat es geschafft. Sowohl die leichten Aktivruten der neuen Passion Pro Serie als auch die schweren Stellfischruten haben alle den Test bestanden und mich voll überzeugt. Absoluter Wahnsinn, was diese Blanks aushalten. Und wir sprechen hier von Ruten im niedrigen Preissegment. Also diese Ruten werden alle zu einem ganz niedrigen und fairen Preisverhältnis bei eurem Händler im Laden Ende des Jahres erscheinen. Natürlich hätten die Stellfischruten wahrscheinlich auch höheren Gewichten standgehalten. Unser Produktmanager spricht von locker 15 Kilo. Solch hohe Gewichtsangaben kann ich körperlich nicht mehr bewältigen und das hat auch nichts mit realem Wallerangeln zu tun. Mit diesem Test wollte ich euch zu Hause einfach nur mal zeigen, was auch günstige Wallerruten können. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit der neuen Blackhead Passion Pro Serie. Die kann einiges. Wenn ihr denkt, das Ganze hier war Larifari, nehmt mal daheim eure Ruten aus dem Keller. Hängt mal an eine Spinnrute 6,5-7 Kilo Gewicht dran oder an eine Stellfischrute 8-10 Kilo Gewicht. Und dann werdet ihr sehen, was da vorwärts geht. So einen Druck hattet ihr hundertprozentig noch nie live am Wasser auf eurer Rute drauf. Haftung für eure Ruten zu Hause übernehme ich natürlich keine, wenn ihr es selber probieren möchtet, was eure Ruten aushalten. Denn es kann sein, dass Ruten anderer Hersteller solche Strapazen gar nicht mitmachen und zu Bruch gehen. Natürlich kann beim Welsangeln immer was kaputt gehen, aber sehr oft sind es Bedienungsfehler des Anglers und nicht Fehler des Materials. Materialschäden können auch bei den besten Firmen vorkommen und in dem Fall geht ihr einfach zu eurem Händler, ihr habt eine Garantie, tauscht euch die Rute um und weiter geht's. Alles klar, ich werde jetzt mal hier das ganze Zeug wieder zusammenraffen, meinen nächsten Trip vorbereiten. Wir sehen uns dann wieder am Wasser. Bis dann, euer Stefan. Ciao.